Herzlich willkommen zur letzten Folge, letzte Runde, Freunde. Heute sind ein paar geile Games dabei, das kann ich euch schon mal sagen. Wir machen die letzten Spiele von 91 bis 100. In dem Spiel insgesamt 100 Minispiele. Wir ziehen durch, ich habe richtig Bock auf die letzte Folge. Wir nehmen heute die Girlie-Gruppe mit, die dürfen sich heute mit uns anlegen. Das ist einmal Peach, das ist einmal Rosalina und das ist einmal Daisy. And here we go. Off. In weiblicher Gesellschaft immer gut. Let's go, girls. Schauen wir mal. Leute, ich kann nicht sagen, da sind ein paar. Mein Lieblingsspiel ist dabei heute in den letzten 10. Das kann ich euch schon mal sagen. Richtig Bock drauf. Let's go, Toad. Quatsch uns nicht voll, Digga. Hier geht's lang. Computer wieder mal auf normal. So, let's do this. Let's do this. Willkommen, freie Wahl. Und wir gehen in die letzte Reihe, die letzten 10. Geld am laufenden Band. Kenne ich auch noch. Mario Party 4. Das ist auch wieder ein 1 gegen 3 Spiel. Also ich nehme es mit den Ladies auf. Schauen wir mal, was das wird. Also wir müssen halt einfach nur, ne? Oh. Ach, ich bin oben. So schlecht. Okay, ich kenne das Spiel, ja. Also ich muss oben bleiben, ich darf natürlich nicht runterfallen. Wenn ich runterfalle, habe ich ein Problem. Ich darf den Mädels halt nur so wenig wie möglich übrig lassen. Den Money Sack, fuck, das war halt dumm. Werde ich eigentlich respawned? Ah ja, ich werde respawned. Und wie viel habe ich? 20 zu 11. Auch wenn ich richtig scheiße war. Hat gefunzt. Also gut, dass ich respawned bin. Ich dachte, ich respawne nicht. Das wäre richtig schlecht gewesen. So. Paddelpanik. Ja, wir und Peach gegen Daisy und Rosalina. Sammelt als Zweierteam mit eurem Floß möglichst viele Münzen aus Mario Party 3 damals. Let's do this. Ich weiß gar nicht mehr, was da die Steuerung war. Wir schauen uns mal. Lenken und paddeln. Okay. Okay, alles klar, ich hab's gecheckt. Ist nicht schwierig. Also von der Steuerung her, vom Kohle verdienen. Andere Geschichte. Ja. Aua. Komm, Mädels. Wir sind in Führung. Okay, ich glaube, wir haben gewonnen. Mit 13 zu... Ne, 14 zu 12. Knapper Shit. Sehr schön. Peach und ich haben geownt. Sehr schön. Ich freue mich schon. Wir kommen meinem Lieblingsspiel näher. So, was heißt das? Himmelsreichtum. Ein Spieler schleudert seinen Teampartner in die Luft, wo dieser möglichst viele... Okay, dann sind wir jetzt mal mit Rosalina am Start. Jeder ist zweimal mit Sammeln dran. Okay. Bin ich gespannt. Okay, Rosalina darf dann anfangen quasi und muss dann hier... Okay, alles klar. Ich hab's gecheckt. Okay, ich bin, glaube ich, derjenige, der als erstes draufjumpt. Also ich habe erstmal keinen Auftrag. Ja, das macht alles Rosalina. Komm. Mach mich stolz. Jawohl, sehr gut. Jetzt bin ich dran. Ja, war doch nice. 14 zu 7. Wir führen. Ah, das sieht gut aus. Ich glaube, weit rechts. Oh, eine Münze haben wir, glaube ich, verkackt.
Nicht schlecht. Wir hätten fast alle Münzen geholt. 19 zu 14, glaube ich, war's. Nice gemacht, Rosalina. Sehr gute Partnerin. So, that's 3 of 10. Also 3 von 10. Was geht? Nur ums immer Oasengewusel. Schnappt euch viele Münzen, aber nehmt euch vor Piranha-Pflanze in Acht. Wir sind mit Daisy diesmal am Start. Versus Rosalina und Henny. Ich bin jetzt Peach, oder? Ach, Digga, du kriegst auch nichts auf die Reihe. Okay, also halt rumlaufen und Kohle einsammeln, Leute, ne? Und halt mehr dumm anstellen, wie ich halt gerade. Dann läuft der. Dann ist der. Läuft der Aal. Digga, was machst du denn hier? Okay, ist easy money. Easy, also easy money, ne? Ihr wisst Bescheid. Welcome to the desert. So, sieht cool aus. Also grafisch sind die echt schön gemacht jetzt, diese Spiele. Start! Ich dachte jetzt, die Daisy ist so ein Geld, sagt man. Wir führen halt deutlich. Yeah. 17 zu 10 läuft. Nice. Auch das easy money. Mit wem war ich aber jetzt im Team? Ich habe es nicht gecheckt. Aber ist, glaube ich, jetzt Arsch wurscht. Kann mir dann im Video angucken. Und danach wurden sie vom Tornado gekillt. Ich war mit Daisy tatsächlich in einem Team, sehe ich gerade in der Abrechnung. So, wir kommen Beachvolleyball. Das ist ausrollen, nicht schlecht. So, jetzt sind wieder Peach und ich mit Rosalina und Daisy. Das Match gewinnt das Team, das die nötige Punkte erreicht. Noch 3 Berührungen muss der Ball... Ah, Volleyball, zu gut. Let's go. Schauen wir mal, ob die Mädel, ob meine Peach hier was drauf hat. Sehr gut. Hä? Da muss ich dann auch nochmal A drücken. Ich dachte, ich muss nur hinlaufen, okay. Okay, so sieht es halt. Ich spiele gerade wie so ein Rentner. Ja, genau, so muss das sein. So, jetzt haben wir es alle gecheckt. Digga, gerade richtig schlecht gespielt. Gut, dass es das Training gibt. Erziele als erster 7 Punkte. Okay, Leute, das geht jetzt ein wenig länger. Take that! Give it to me, girl. Bam, Junge! Vor allem im Training nichts auf die Reihe gekriegt. Ja, Angabe! Peach, perfekt. Hau rein. My girl, hat's gut drauf. Take that. Oh, Ehrenfrau! Zerstör sie! Peach, die hast du. Shut it down. Wow. Peach! Auf Ehre! Die holt ihn noch! Was ist das denn? Hier, take that. Bam, Junge! Alter, macht das Bock. Das kann ich stundenlang spielen. Jetzt hol die den noch. Der war eigentlich im Aus. Jawohl, gib ihn den direkt zurück. Peach, deiner. Sehr schön. Zeig's ihm. Boah, hat die einen Dive gemacht. Boah, hier, take that. Soon! Number 4, man. Wir ziehen die zu 0 ab. Komm, Peach. Hier, take that. Aber Schmutz von mir. Sehr gut. Take that. Great. Take that. Cinco! Take that. Ihr holt den echt. Der wäre doch so im Aus gewesen. Boah. Der war halt fies irgendwie, aber ich wollte eigentlich was anderes machen. Peach, zeig ihnen, was du drauf hast. Scheiße, ich habe jetzt irgendwie. Hä? Was ist ein Springen jetzt? Bin ich jetzt doof oder was? Ja!
6-0. Und jetzt Matchpoint. Take that. Mm. Diese Gewalt. Beats Holdy 7-0, Digga. Jetzt muss man auf hart spielen. Das ist noch richtig Bock. Sehr nice. Wir kommen meinem Lieblingsminispiel immer näher, Freunde. Wir kommen immer näher. Eishockey. Und danach kommt's. So, mit Peach war gerade ehrenvoll, war ein Traum mit ihr zusammen zu spielen. Ein Eishockey-Match, der normale Schuss hat und sollte nicht verachtet werden. Okay. Okay, wir spielen jetzt Eishockey. Yeah, da hab ich auch Bock drauf. Okay, let's go. Erstmal ins Training. Okay. Wie sieht denn? Spiel ab! Komm, 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 hau rein, das Ding! Oma, was machst du denn? Okay, ich hab's gecheckt. Okay, das könnte jetzt auch ein länger dauern. Jetzt muss ich ganz schnell A drücken, um den Puck zu kriegen. Cool, ja. Schuh! Number one, man! 1-0 für uns. Hau ihn rein, hau ihn rein, rein! Mach's ich halt! Mach ihn, Rosalina! Ja! 2-0! Der ist meine, Alter! Number 3! Vorhin habe ich keinen einzigen reingekriegt in der letzten Runde. Richtig schlecht. Hau ihn dir! Spiel ab! Spiel doch ab, Oma! Alter, richtig dicke! And the winner is... 4-0. Abgezogen, die Girls. Mega. Erste Runde war ein bisschen schwierig, aber jetzt dann, wenn man raus hat den Dreh, wie man Tore macht, da hat selbst der Schalke keine Chance gehabt. Und jetzt kommt's! Panzerfußball! Ey, man muss mit Peach spielen. Geht nicht anders. Peach ist hier voll die Maschine. Das ist so geil. Also, die Regeln sind folgende. Ihr wisst, die alte Oma und so wie jetzt. Und dann, bam, Junge! Oh, ich wollte gerade voll abziehen, Digga! Das ist so gut. Du musst auf der anderen Seite, ich zeig's euch, müsst ihr die Pilze wegschießen. Das ist ein Riesengame. Das ist zu viert. Da reißt das Haus ab, Bruder. Let's go. Bam, Junge. So, den ersten haben wir schon mal weg. Steht 1-0 für uns. Einmal umgehauen und bam, zwei auf einmal. 3-0. Das Geile ist, wenn du die umhaust. Hier, eat that bitch. Oh, hier nochmal. Oh, Alter, jetzt hast du mal einen Move abgezogen. Hier. Bam, Junge! 4-0 für den Master. Let's go. Der mit dem Scheiß. Bam! Okay, es steht 5-0. Alles unter 7-0 ist ehrenlos. 6-0. Sorry, ist das beste Spiel überhaupt. Take that und dann... Bam, Junge! 7-0! Geiles Spiel. Richtig geiles Spiel. Das macht so Spaß. Aber wie gesagt, muss man gegen andere zocken. Da mache ich überhaupt mal 10-mal mehr Spaß. Geil. Das Umhauen von den Mädels. Entschuldigung, das sieht man ja nicht oft. Aber das ist so einfach, wie der Dino so eine Tante umnietet von hinten. Beste. Steinblocks Schacht. Verbindet zwei oder mehr Blöcke derselben. Ach du Scheiße. In so einem Spiel bin ich richtig scheiße. In sowas bin ich echt schlecht. Erstmal Frau gut. Okay, wo bin ich eigentlich? Derselben Farbe, zwei Blöcke, okay. So, die Profis würden jetzt sagen, Digga, das machst du nicht richtig. Das war halt wieder Much sein Urgroßvater. Ah, ich kann auch drehen, sehr gut zu wissen. Okay, ist halt so ein Tetris Pseudo-Ding, ne? Okay. Mal gucken. Erreiche als erster. Ach du Scheiße.
am Start. Sorry, ich mache eigentlich nichts anders, als das Ding nehmen und nach unten ziehen. Ich mache nichts. Meine Birne ist aus. Kann es auch... Hier auch der Tipp, ne, von mir. Das kann auch mal nett funktionieren. Aber es hat in den Trainingsruns, die ich mit meiner Frau gemacht habe, relativ häufig funktioniert. Habt ihr das gesehen? Gleich mal instant auf 30. Der Einzige, der uns gerade noch gibt, ist der Waluigi. Der will das nicht akzeptieren, dass wir ihn gerade fertig machen mit diesem Cheater-Trick. Ich weiß auch, wie meine Frau da drauf gekommen ist, einfach nichts zu machen. Digga, was ist da mal drüben los gewesen jetzt? Ich glaube, ich verkack schon wieder. Oha! Und dann schaut, seht her, Leute. Wir sind fast durch. So, zwei brauchen wir noch. Und wir sind Erster. Leute, ich habe wirklich auf diesem Controller nur nach unten gedrückt, dass die Dinger schnell runter. Ich habe sonst nichts gemacht. Habt ihr gesehen? Ich habe nichts gedreht. Ich habe nichts auf die Seite getan. Wenn ihr oben angekommen seid, springt er automatisch auf die Seite. Also, kleiner Cheat, in Anführungszeichen. Aber dann hat es eben für mich gereicht, dass selbst ein Dulli in diesem Spiel, wie ich, es auf die Reihe gekriegt hat, das Spiel zu schaffen. Sternstapler. Jetzt machen wir wieder auf normal. Weil, sorry, da musst du auf easy stellen, Leute. Ich habe das 20 Mal probiert. Ist nichts dabei rausgekommen. Da haben die schon 100 gehabt. Ich war bei 70 oder 60. So, verbinde mindestens 5 gleichfarbige Bilder. Ach, Digga. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ob das eine gute Idee war, das jetzt auf normal zu stellen. Okay. Uff, Alter. Alter, das war alles Zufallsprodukt, Digga. Ich hab's jetzt zwar gewonnen, aber Leute, komplette Katastrophe. Ich weiß gar nicht, was ich gerade gemacht hab. Ich hoffe, dieses Spiel kommt nie dran, wenn ich mal gegen andere zocke. Sorry, wie beschissen ist das? So, Freunde, kommen wir zum letzten Game. It's Cooler Collar Time. Leute, ich sag euch auch da wieder mal, habe ich mir erstmal meine Frau fragen müssen, wie das hier funktioniert. Ich hab's nicht auf die Reihe gekriegt. Jetzt habe ich's aber gecheckt. Deswegen, ich wollte es eigentlich mal Frau für euch spielen lassen. Vielleicht irgendwann andermal bei einem anderen Let's Play. Also, es ist eigentlich relativ simpel. Wir müssen die Kugeln runterfallen lassen. Und quasi bei dem... Wenn wir 5 Dinger zusammenkriegen... So hier... Ich kann das auch nicht beschleunigen, ne? Also, ja, das war jetzt irgendwie ein bisschen wasted, aber es ist okay. Wir müssen halt einfach schauen, dass bei Waluigi halt voll überkippt, der Shit, ne? Und das machen wir am besten, indem wir so Zahlendinger zu dem rüberschicken. So, das könnte jetzt unsere erste Zahl werden, die wir dem Waluigi rüberschicken. Jawohl, sehr schön. Und gleich nochmal. Also, ein ich sag's euch, Leute, ihr habt das anfangs null gerafft. Ihr habt mir das echt zeigen lassen müssen, weil ich es nicht gecheckt habe. Weil die Games sind aber wirklich nicht meins normalerweise. Obwohl das ja eigentlich relativ simpel ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber das war jetzt richtig Schmutz. Das ist richtig Schmutz. Die haben wir mal da mit rein. Die mit hier. Jawohl. Boah, so ist gut. Ich freue mich auf die blaue, die wir jetzt gleich kriegen. Ah, das Spiel dauert tatsächlich etwas. Ah, das war dumm.
Oder ich habe einfach die Zahl dumm gesetzt. Vielleicht das ist eher der Punkt. Wario, mach mal. Waluigi, machen wir jetzt nicht einen auf 31er hier. Ja, jetzt müsst schallern. Oder? Nee. Ich muss ja 5 machen. Aber wie ihr seht, das Spiel ist ein bisschen langatmiger. Aber beim Waluigi, da brennt schon die Hütte. Seht ihr das? Ich hab grad mal rüber geschaut. Ende. Tschü und gewonnen! Keine Ahnung, ich war jetzt auch nicht sonderlich gut. Aber ich habe gewonnen. Und es sieht so aus, als hätte ich es gecheckt. Leute, letzte Folge. Schade, wie gesagt, dass das letzte Spiel so ein Schmutz war. Also für mich Schmutz. Ich wünsche euch noch was. Haut rein. Viel Spaß bei Mario Party Superstars. Es ist ein geiles Spiel. Holt es euch. Bis zum nächsten Mal. Oma! Mach jetzt! Gott, ist das schlecht. Oh Mann. Das ist ein richtiger Much. Hä? Ich check's nicht. Okay, also man muss ja irgendwie 30 Sekunden spielen, also, aber ganz ehrlich, das Tore machen ist ja, das ist ja schwerer als bei FIFA 22. Der Schmutz. Oder kann man das gewinnen? Also entweder ist der Computer genauso doof wie ich oder. Sorry, lass mich das jetzt. Kann man das verlieren? Ja, ich wollte es jetzt verlieren, Leute. Also, ich weiß nicht, ich mache da, habe jetzt keinen Bock, da 2 Stunden zu spielen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Keine Ahnung, wie man das verliert, ohne dass es 2 Stunden dauert, das Video. Ihr habt es gesehen. Das letzte Spiel ist leider der letzte Schmutz. Sorry, das muss man auch mal so klar sagen. Man muss ja nachher mal von meiner Frau beurteilen, dass ich das ehrenvoll gespielt habe. Ja, das war dumm. Das habe ich selber gecheckt. Ja, die hauen da die Kombos raus, oder was? Keine Ahnung, was ihr tut, Digga. Verkackt das doch schon wieder. Das sehe ich doch. Das war so dumm, sein Urgroßvater. Siehst du mal, dieses Spiel ist einfach nicht für mich gemacht, Junge. Digga, wie können die da so durchrasieren? Alter, ich hatte nicht mal mehr Blocks. Sorry, das ist, also, ich weiß nicht, ob das Dusel ist, aber... Alter, ich schaffe nicht mehr als 60 oder so. Verstehe nicht. Also ich glaube, da bin ich zu kacke für. Start. Das Minispiel, jeder, der das mal in Zukunft gegen mich spielen wird, GG, du hast schon im Vornherein gewonnen. Also entweder kriege ich nur Scheiße oder ich spiele halt einfach so kacke, dass ich nur Scheiße kriege. Kann natürlich auch sein, ne? Der hat nur so Zweierschmutz zusammen. Ich glaube, da muss ich auf easy stellen, Leute. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Da bin ich viel zu schlecht für. Hab ich nicht... Ah, Digga. Der hat wieder drüben und gleich wieder gewonnen. Sorry, Leute. Ich glaube, ich kann... Weil ich das nicht auf normal spielen. Ich schaffe das nicht. Ja, sorry, Alter, mehr als 70 ist da nicht drin. Sorry, und die sind halt alle schon am Ende, Digga. Das ist ein Witz.